So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Die Bank of England ist wieder sicher. Leider haben wir es nicht ganz mit der Bonusherausforderung geschafft. Die geilen Passage haben wir nicht aufgespielt. Ist aber auch vollkommen wurscht. Wir haben es dann relativ schnell hinbekommen. Ich glaube, wir haben immer nur knapp 20 Minuten gebraucht oder so, damit wir das, bis wir die Mission durch hatten. Vorher hat funktioniert und ja, wir machen weiter mit der nächsten Mission. Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ja, der nächste korrupte Mensch ist Unsere geschafft. Währung ist eine Lachnummer. Die Inflation außer Kontrolle. Two Penny, brutal ermordet. Und das Parlament unternimmt nichts. Das Gesetz wird abgelehnt werden, Sir. Die Witzfigur Disraeli ist so gut wie erledigt. Es ist alles arrangiert, bei meiner Ehre. Ihre Ehre hat wenig Gewicht. Was erlauben Sie sich? Die Armen in dieser Stadt litten lange genug. Ich bewilligte heute eine beträchtliche Lohnerhöhung, um der Inflation zu begegnen. Was? Ich würde ganz London versorgen, wenn ich könnte. Während Sie in Ihrem Club sitzen und Versprechen machen, die Ihre feine Ehre nicht bezahlen kann. Das Vermögen Ihrer Familie. Ich frage mich, was Sie bieten würden, um Ihren Namen aus der Zeitung zu halten. Etwa dasselbe, was Disraeli bieten würde? Für ihren Kopf, schätze ich. Doch seien wir großzügig. Warum sollten wir uns auf eine Sache beschränken, wenn wir alles haben können? Was sagen Sie, Sir? Upsi. Soll ich kassieren kommen? Genug Zeit verschwendet! In den Hallen des Parlaments muss regiert werden können. Klar? Verstanden? Sie finden selbst hinaus. Ja, warum nicht? Ein Brief. Für mich? Upsi. Wir haben einen Brief bekommen. Na, mal gucken. So, Sequenz 6 haben wir erledigt. Gehen wir mal in Sequenz 7 rein. Und machen das mal. Werter Mr. Starek, Männer angeheuert, schlagen morgen zu. Disraelis Tod wird das Antikorruptionsgesetz auf Eis legen. Gladstone wird viel umgänglicher sein. Möge der Vater etc. etc. B. Starek hat seine Finger also auch in der Politik. Ich muss in den Sinopian Club und herausfinden, wer B ist. Verhalte dich einmal diplomatisch. Nein. Aber das bin ich doch immer. Deine Indiskretion bei der Bank of England hat beinahe zum Kollaps der Währung geführt. Beinahe ist das entscheidende Wort. Apropos Kollaps, was ist mit deinem Schlüssel, der in kein Schlüsselloch passen will? Henry hat ihn und forscht weiter. Ich bin sicher, dass das Gewölbe uns gehört. Beinahe uns gehört, Evie. Beinahe. Naja, nicht ganz. Aber wir kriegen schon irgendwie hin noch. Na gut, gucken wir mal, was am nächsten ist. Ich Ein weiß gar nicht. Brief. Für mich? So, oh, 150 Helix-Kredits. Jetzt haben wir dann als nächstes hier oben stehen. Und zwar eine Planänderung. Level 7 sind wir ja mittlerweile schon. Das heißt, dann fangen wir heute mit dem Thema an. Wir sind mittlerweile schon bei Sequenz 7. Ich glaube, 8 gibt es insgesamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wenn wir den Teil durch haben, was wir dann als nächstes spielen, weiß ich noch nicht. Aber ich kann sein, dass wir dann Assassin's Creed Unity spielen. Ich weiß es aber noch nicht, wie gesagt. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis der hier irgendwie alles zurechtgeladen hat. Und dann kann man so... Fort loslegen hier mit der nächsten Mission. Wir müssen ja, sind ja gerade unterwegs, eine Schnellreise zu machen. Deswegen dauert das gerade so einen Moment, lädt das gerade sich ein bisschen zurecht. So, und da geht's los. Oh.
Wir machen heute eine kleine Planänderung. Und zwar heißt so auch die Mission. Ich guck gerade mal nach, wo sie ist. Hier. Wir sind mittlerweile auch schon Level 7, das ist ganz klar. Das heißt, wir können auch die Mission ohne Probleme spielen. Okay, das heißt, wir müssen da runter zu... irgendwie... Henry! Belohnungen, volle Synchronisation, Bonus. Ja, ja, gut. Kriegen wir schon irgendwie trotzdem. Machen wir schon trotzdem die Mission. Selbst wenn wir sie nicht mit, mit dem Bonusinhalt hinbekommen. Sagen Sie mir nochmal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Hm? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Evie Fry. Miss Fry, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Moin. Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Naja. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Evie, tue ich das gerne. Ja, da steht ein bisschen auf Nun, Sie. Sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf. Und sich, glaube ich, auch ein bisschen auf ihn. Ja, ein paar Wachen haben wir natürlich da. Klar, das war das ganze Ding nicht. So, was haben wir als nächstes? Henrys Ablenkung zweimal nutzen. Das müssen wir also machen. So, die Frage ist, wie kriege ich den hin? Der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. So, kann ich den jetzt irgendwie nutzen, den Typen? Haben die auch eine kleine... Ja gut, klar.
Dann lenken wir den ersten Mal ab. So. Gut. Wo? Ach, da hinten ist noch einer. So, nehmen wir die erstmal raus, damit ich bloß nicht irgendwie noch in eine Bredouille komme, weil, wie gesagt, klar. So, und dann machen wir das noch. So, die haben aber die Ablenkung zweimal genutzt, das ist das Allerwichtigste. Dann haben wir das nämlich erledigt, dann mache ich jetzt nämlich. So, dann nehme ich die Glocke hier mal eben kurz raus, damit die nicht noch irgendwie mehr sabotieren können. Dann holen wir uns die Kiste da oben. Das sind sie nicht. Schade. Wir kriegen es trotzdem hin. Mein Freundchen. Das ist wohl noch eine zweite Glocke, ne? Ja, ich sehe gerade vorbei gerannt. Okay. Weg damit. Ernsthaft, da unten noch mehr. Oh, welche Überraschung. Den habe ich schon gesehen, den Typen. Alles. Nehmen wir mal die halluzinogenen Bolzen. Soll ich den mal mit? So, auch die Glocke nehmen wir raus. Ja, da sind ein paar Gegner, klar. Aber so ganz einfach wird es nicht werden. Die ist nicht da.
Die drei nehmen wir auch noch mit. Ich check jetzt gerade mal die Lage aus, weil wenn ich den jetzt natürlich wegsnacke da oben. Gute Nacht. Aber schauen wir schon hier irgendwelche. Obwohl, ja, Dokumente sind noch, da schauen wir noch nicht. Ich gehe nochmal eins hoch, weil. Ich vermute, dass die hier. Sie ist hier irgendwo! Ist sie nicht. Da, einmal kurz die Kiste öffnen, vielleicht haben wir ja Glück. Nein, natürlich nicht. Nein. Den Heinz, den Hansel, der da unten rumrennt, den nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal mit. Der. Den nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Gute Nacht, mein Freund. So. Ah, das war der. Okay, den war. Den haben wir uns am Fenster noch mitgenommen haben. So, dann nehmen wir den Ausgang wieder raus. Hopp. Und gucken mal uns da oben. Weil da müssen wir ja auch nochmal. Ich glaube, wir könnten auch alleine sein. Das. Ja, doch nicht so ganz. So, vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen Glück. Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ich schwöre es, Miss. Ich weiß nicht, wo er sein kann. Was meinen Sie? Der Mann, der wie Sie aussah. Die Wache führte ihn ab. Henry, die gestohlenen Pläne. Wo sind sie? Ich weiß nichts von gestohlenen Plänen. Bitte was? Die Pläne. Die Mission. Ah, warum zu zicken, Freundchen? So. Und tschüss. So. Ja. Wir sollen Henry finden. Das ist erstmal das Wichtigste. Die Frage ist, wo könnte der sein? Yep. Da hinten ist doch irgendwo eine Wache oder so. Minimum eine. Das heißt, wir könnten da mal nachschauen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Weg damit. Hier unten ist auch wieder einer. Und tschüss. So, einmal mal kurz. Sämtliche Feindpräsenz mal eliminieren. Da unten ist wieder einer. Und zumindest haben wir jetzt auch mal einen Punkt, wo wir hin müssen. Hin könnten. Das machen wir mal anders. Die nehmen wir beide mit raus in einem Rutsch. Ja, schade, ich dachte, ich kriegst du beide mit einem Rutsch raus, aber. Schade,
Eigentlich nicht, aber naja, egal. So, nehmen wir mit. Ja, oh, miese Katze. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um Henry, der scheinbar hier vorne irgendwo sein könnte. Als würde es jeden Moment abfallen. Hm. Aha, okay. Na, gucken wir mal. Okay, irgendwo da sind, sind Spuren. Ja, und, oh mein Gott, lass doch nicht stehen. Komm. Das sind wohl nicht nur eine. Der Wagen wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. So, den Wagen des Entführers verfolgen. Ich krieg gerade leichte Vibrationen im Controller. Das ist also, kann theoretisch sein, dass das mit dem Gebiet zusammenhängt. Dass wir bisschen auf der richtigen Spur sind. Aber gucken wir mal. Überfahren sie auch. Krass. Sie zerstören das öffentliche Heiligtum. Ich mach sie den Bike an. Schnell mal so ein Massenereignis und fix. Kaputt. Den Wagen ist ein Führer. Ja, es ist. Der ist da runter, okay. Ich lasse jetzt gerade mal hier so ein bisschen die Nebenmission sein, weil das gerade jetzt. Jetzt wundert mich gerade, dass die dabei ist, während wir hier rumlaufen. Wir weiterhin den Wagen ist. Ja, komm ruhig rüber, ist mir wurscht. Lass mich in Ruhe. Das muss die Kutsche sein. Da ist welche? Die. Jetzt nur noch Henry finden. Oh. Okay, Wachen mit hängenden Fässer töten. Glaub ja nicht, du wärst sicher, nur weil du dort bist. Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Na gut. Wachen mit hängenden Fässern töten 2 von bisher
Brauchen wir. Wir treffen erstmal die Wachen, soweit es geht, raus. Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Okay. Haben wir auch keine Wachen, keine hängenden Fässer in der Nähe, ne? Naja, egal, kriegen sie trotzdem wieder. Wir nehmen sie trotzdem mal raus aus dem Rennen. Weil bevor ich mir jetzt irgendwelche Scheiße mache. Ich weiß, ich habe oben einen gesehen, das ist mir klar. Oh, die kleine Scharfschütze möchte spielen. Jetzt nicht mehr. So, alle Wachen mal kurz rausgenommen, alle, damit wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof, vielleicht weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Hm. Na gut, also irgendwas mit Kirche und... Da ist ja noch mehr. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, wie das ganze Ding hier noch so weitergeht.